Warum poste ich eigentlich so viele Videos? Nun, das ist ganz einfach. Ich will mit der Kampfkunst etwas zurückgeben. Die Kampfkunst ist für mich das, was mir das Leben gerettet hat. Ich war in einer ziemlich schlechten Situation in der Schule und habe oft gehört, dass mir wird nie etwas und hatte ziemlich viele Probleme. Und die Kampfkunst hat mir da extrem viel Positives in meinem Leben gegeben. Alles, was ich heute besitze, verdanke ich unter anderem der Kampfkunst. Mein ganzes Geld, auch meine Frau habe ich durch die Kampfkunst kennengelernt. Also auch meine Kinder verdanke ich letztlich auch wiederum der Kampfkunst. Meine Familie, meine Titel, fast all das, was mich ausmacht. Meine fast ganze Lebenserfahrung, all das, was ich erfahren habe und heute weitergeben kann. Und das will ich durch die Kampfkunst weitergeben. Ich habe als Kind mal gesagt, lieber Gott, wenn du mir erlaubst, Weltmeister zu werden, dann werde ich mein Leben dieser Sache auch widmen, zu deinem Reich beizutragen und durch die Kampfkunst das zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Und dieses Wort werde ich den Rest meines Lebens auch einhalten. Ich leide unter Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das ist ADHS. Das heißt allerdings nicht, dass man zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, sondern du täuschst dich da ein bisschen und ich belehre dich sehr gerne, weil ich damit auch meinen Status über deinen erheben kann, ganz einfach. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist, wenn man die eigene Aufmerksamkeit nicht im gleichen Maße steuern kann wie neurotypische. Das heißt also, ich bin da viel mehr wie ein Hund. Jedes Geräusch lenkt mich sofort ab, jeder Gedanke kommt mir einfach irgendwo in den Sinn und dann tue ich einfach das, was mir sofort in den Sinn kommt. Das ist ein riesiger Nachteil in den meisten Berufen, wo Stillsitzen und so erforderlich ist und auch in der Schule und so. Aber als Kampfsportler ist das ein riesiger Vorteil, weil ich kann viel schneller reagieren und mich viel besser auf diese ganzen bewegenden, schnellen Dinge konzentrieren. Und das hilft mir auch lustigerweise hier beim Unterrichten, weil ich kann viel einfacher auf diese Dinge eingehen und jedes kleine Wort triggert mir sofort einen riesigen Schwall an Gedanken, den ich dann gerne über euch ergießen lasse. Tschüss!